Hi, ich bin Max und heute Abend sind wir hier an der Hildegardis-Schule und vor dieser mysteriös anmutenden Tür hier im Hinterhof steht kein Zutritt, aber wir sollen hier hinkommen, denn heute Abend ist hier Capoeira und das soll ja sowas sein mit ein bisschen Tanzen und ein bisschen auch sich gegenseitig aufs Maul hauen und wir wollen mal nachschauen, was da wirklich so abgeht heute Abend. So, ich gehe mich da mal umziehen und ich habe jetzt schon gesehen, die haben alle so weiße lange Hosen an und ich habe nur schwarze Klamotten dabei, aber ich denke mal, wird schon passen. Ich bin ja hier als Nacht. So, bis gleich. Zu Beginn des Trainings stimmen sich die Teilnehmer erstmal ein, indem sie sich mit verschiedenen Trommeln und der sogenannten Berimbau, einem länglichen Saiteninstrument, in Stimmung versetzen. Ja, wir sind jetzt in der Halle drin und ich habe hier gerade einen Trainer an die Hand bekommen. Man sieht ja immer so tänzerische Einflüsse und auch kämpferische Einflüsse. Was überwiegt da oder hält sich das da ungefähr die Waage? Das ist sowohl als auch, würde ich sagen. Also wir kämpfen nicht, wir tanzen nicht Capoeira, sondern wir spielen Capoeira, sagen wir mal. Weil man nicht sagen kann, man kämpft oder tanzt. Das ist ein bisschen situationsabhängig, je nachdem, was für ein Rhythmus ist, wie die Stimmung ist. Und könnte man sagen, das ist mehr Kämpfen, mehr Tanzen, aber wir spielen Capoeira. Wie es sich wohl für jedes anständige Training gehört, wird sich dann erst einmal aufgewärmt. Und so viel kann ich schon mal verraten, mir wurde eindeutig warm. Allein das Warm-up war schon übelst anstrengend. Ich bin eigentlich schon nach Hause, ich kann schon nicht mehr. Ich habe da hinten schon so eine kleine Pfütze hinterlassen von Schweiß, aber ein bisschen halte ich noch durch und die Koordination ist gar nicht mal so einfach, aber wenn man es ein bisschen probiert, geht es glaube ich schon. Während des gesamten Trainings läuft im Hintergrund Capoeira-Musik. Im Interview verriet mir Indy, dass die einzelnen Lieder, die von einfachen Lauten bis hin zu komplexen Geschichten reichen, auch dazu beitragen, wie sich das Spiel entwickelt. Ich habe schon gelesen auf der Internetseite, da steht was von Leveln, Training für alle Level. Was ist ein Level im Capoeira? Ja, Training für alle Level heißt also für Anfänger und für Fortgeschrittene ist das Training. Es gibt Gürtel oder Grado oder Level, die sind aber recht neu. Die gibt es hauptsächlich nur bei Capoeira Regional, das ist, was wir machen. Es gibt noch Capoeira Angola, das ist traditioneller, da gibt es diese Level und Gürtel sozusagen nicht. Ja. Okay. Dann noch eine Frage, wer kann mitmachen? Also kann jeder mitmachen, ohne ein bestimmtes Trainingslevel zu haben? Also muss ich vorher irgendwie jahrelang Fußball gespielt haben oder sonst was? Jeder kann mitmachen, also von klein bis alt. Man sollte sich ein bisschen bewegen können, aber das ist kein Problem mit 50 anzufangen. Das ist auch kein Problem mit 3 anzufangen. Super, dann danke ich dir, vielen Dank. Und wir machen jetzt mal beim Training mit und schauen, was das so wird. Amada, Volé, das zweite Bein geht nach vorne rein, andere Bein in die Hacke ran, die Arme jetzt nach hinten absetzen, wenn du umschmeißt, mich hier hin, wenn ich hier bin, dann fällt sie meine Arme drauf, okay? Arme nach hinten weg. Während des Trainings hat Trainer Indy immer wieder portugiesische Wörter ausgerufen, die eine bestimmte Figur im Capoeira bezeichnen. Des Portugiesischen nicht mächtig, war es für mich zu Beginn natürlich nicht leicht, den richtigen Move zum jeweiligen Wort zu behalten. Aber bekanntlich ist aller Anfang schwer. Ja, das Training war super. Ich bin aber schon einigermaßen, nicht nur einigermaßen, sondern ganz schön im Eimer. Meine Hände, ich weiß nicht, ob man so sehen kann, die sind rot vom Klatschen. Die brennen. Die brennen richtig. Und ja, es sieht einfacher aus, als es ist. Denn die Choreografien, die wir gerade eben schon gesehen haben, die haben es ganz schön in sich. Ich kann nur sagen, guckt euch alle mal an. Die Leute freuen sich, sind alle super nett. Aber denkt an weiße Klamotten, denn schwarz passt überhaupt nicht rein. Und damit sage ich Tschüss und wir sehen uns beim nächsten Mal.